Ja, Freunde, und dann die nächste Location. Das ist eine komplett alte Fabrik oder eine verlassene Fabrik. Ja, dann schauen wir doch mal, ob wir reinkommen. Und sollten wir reinkommen, dann werden wir natürlich die einen oder anderen Fotos machen und euch so ein bisschen was zeigen. Das erste Gebäude ist jetzt nichts Spektakuläres, aber ist schon lost. Hier ist Klein Lena und Martina ist auch am Start. Ja, ist jetzt schon mal nicht verkehrt. Aha, hier, seht ihr das hier? Hm? Ein kleiner Influencer hier. Hm? Ein kleiner Influencer hier. Dann gehen wir mal da hoch. Ich hoffe, die Treppe trägt mich und ich mache keinen Abflug. Ich hoffe mal, das Holz hier hält mich, ist nicht morsch. Schaut gut aus. Ja, dann sind wir oben im oberen Bereich. Ich hoffe mal, dass hier nichts, dass die Decken halten. Dass hier nichts ist, wo es dann abwärts geht. Ne? Geiler Scheiß. Das ist eine komplett verlassene Fabrik im Endeffekt. Es ist ein Riesenkomplex. Also habe ich auch jetzt durch Zufall gefunden. Es ist echt ein Riesenkomplex. Jetzt waren wir gerade unten. Seht ihr das? Das hier scheinen irgendwelche Wohnungen gewesen zu sein. Hier ist noch ein altes Bad. Vorhänge hängen auch noch. Tapeten hängen noch dran. Und hier ist ein altes Klo. Krass. Alter, das ist wirklich riesig. Hier ist auch noch was, wo es dann reingeht, wo man mal reinschauen kann. Alter Tank. Also was für eine Fabrik das jetzt war, kann ich euch gar nicht sagen. Aber schon ein geiler Scheiß. Ohne Witz. Das ist ein riesen Komplex. Echt ein riesengroßer Komplex. Unfassbar geil. Und komplett verlassen. Wahnsinn. Hier ist dann der nächste Raum, beziehungsweise halt, ja, die nächste Halle. Auch, wie ihr seht, was auch immer das hier darstellen sollte. Ich vermute mal, das ist irgendeine Produktionshalle gewesen. Denn hier haben wir noch, ja, was soll das hier darstellen? Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall. Ach, Generator. Genau, seht ihr das? Ein Generator. Also es scheint hier dann so eine Lagerhalle gewesen zu sein, wo ein Generator betrieben worden ist. Hier ist dann unten drunter nochmal irgendwas, ja, Unterirdisches auf jeden Fall. Krass, absolut krass. Ja, jetzt weiß ich auch, wie die Firma hier heißt, wo wir jetzt sind. Und zwar ist es die Porzellanfabrik Gronester. Aha. Na, viele Sachen liegen hier noch rum. Wenn ihr jetzt schaut, hier steht zum Beispiel Lohnabfüllung vom 1.4.94. Krass. Hier sind noch alte, lauter Unterlagen liegen hier am Boden. Das ist ja völlig verrückt. Alte Schreibmaschine. Ein alter Safe. Sau krass. Hier zum Beispiel ist eine alte Schreibmaschine drin. Hier ist ein Safe. Dann hier auch im Endeffekt, sagen wir mal, Unterlagen. Also wann die Fabrik verlassen worden ist, kann ich euch auch nicht sagen. Weiß ich nicht genau, aber ist schon ein geiler Scheiß. Ne? Uralte Toilette. Hier ist auch wieder ein Raum, wo lauter Sachen hier rumliegen. Lauter Privatsachen hier. Das scheinen die anscheinend mal gemacht zu haben. Absolut krass. Also hier unten jedenfalls, wie ihr sehen könnt, überall Dokumente, alte Safes. Ja, komplett verrückt, oder? Ja, Kundenauszüge, alles, das ist verrückt. Also wann das im Endeffekt verlassen? 96, also anscheinend scheint es dann 96 verlassen geworden zu sein oder ist bankrott gegangen, sagen wir es mal so. Das ist schon krass. So, jetzt sind wir im ersten Stock. Hier ist auch alles leergeräumt.
Schon verrückt. Also da liegen überall Unterlagen rum von 1983 bis 94, 96. Krass. So, dann gehen wir mal weiter. Hier auch wieder ein Raum, wo wirklich wieder alles rumliegt. Lauter Akten. Von 97. Umsatzmonatsabschluss. Das ist verrückt. Das ist echt verrückt. Oben sind wir jetzt im ersten Stock und wie ihr seht, ich kann es absolut nicht verstehen, warum alle Unterlagen rausgeräumt waren und durch die Gegend geschmissen waren und warum man dann alles beschmieren muss. Das kann ich nicht ganz verstehen. Aber das verstehe ich nicht ganz, warum man hier wirklich alles durcheinander gerissen hat und alles wirklich aufgerissen hat und nachgeschaut hat, was drin ist. Also, ob man das machen muss. Hier ist eine Riesenhalle, komplett leer. Aber auch hier wieder, ihr seht ja, ne? Also alles angesprüht und alles irgendwo, sag ich mal, angemalt. Aber die Halle ist geil, also das werde ich mir mal merken. Falls ich mal ein geiles Shooting machen will, dann werde ich mir die Halle hier mal hervorziehen, weil die ist echt geil dafür. Also dafür ist die echt prädestiniert, diese Halle. Mega. Wie gemeint, hier oben im ersten Stock, hier sind auch wieder zigtausend Dokumente, Kataloge. Arzberg 1382, mega. Ja, hier sind auch nochmal die ganzen Kataloge hier rum. Schon krass. Jetzt, wenn man benimmt, dass so eine Firma, die eigentlich, also so eine Firma, die eigentlich Millionen gemacht hat, ja, eigentlich tot ist, ist schon krass. Man sieht, das sind ja riesen Dimensionen, ne? Hier unten waren mal wieder ein paar Spastis am Werk anscheinend, die nichts Besseres zu tun gehabt haben, außer die ganzen Dinger hier reinzuschlagen. Das sind riesen Dimensionen, ne? Das ist echt der Hammer. Und das Ding verfällt einfach vor sich hin. Ja, anscheinend ist das die Porzellanfabrik. Also, das hier sind alte Kartons zum Verpacken wahrscheinlich. Also ich vermute mal, dass wir jetzt im Verpackungslager sind, weil wenn ihr euch das anschaut, wie viele Kartons hier rumstehen, das ist ja der Wahnsinn. Also ich vermute mal, dass hier gepackt worden ist. Oder dass es ein Teil vom Packungslager war, sagen wir es mal so. Altes Waschbecken. Ach, machen wir die Tür auf, schauen wir mal rein, klopfen wir mal an. Ne, ist leer. Keiner da. Hier geht es dann runter und hier geht es dann hoch. Aber das hier scheint die Produktionsstätte gewesen zu sein oder meiner Meinung nach ja, eine Lagerhalle halt, wo sie gepackt haben. Schaut euch mal die Dimensionen an, hier draußen, ne? Krass, krass, krass. Jetzt laufen wir im Keller rum anscheinend. Also es kann kein Keller sein. Aber hier haben wir jetzt was gefunden. Und zwar, ich vermute mal, dass das hier auch ein Teil der Produktion war. Oder Formen zum. Das sind die Porzellanformen. Ja. Das scheint. Krass. Das scheinen ja hier tausende von Formen zu sein. So ein Unterteller. Geiler Scheiß. Das ist der Wind. Das hier scheint dann auch so, denke ich mal. Ihr müsst jetzt aufpassen. Wenn er dann kommt, der.
Passt auf, nicht, dass jetzt gleich hier einer um die Ecke kommt. Also das hier ist, ich vermute mal, dass das hier der Keller war oder irgendwas. Hier auch nochmal so ganze Formen. Das ist der Keller. Ah, da scheint was drin. Und hier werden sogar die Fanta, die Fanta-Flaschen da sogar liegen gelassen. Das ist krass. Das sind die verschiedensten Formen. Da steht es auch noch drauf, was die Bezeichnung ist. Als Idioten sind. Das ist ein geiles. Das ist mal was Fettes. Das ist geil. So, dann gehen wir mal wieder hoch. Es sind auch lauter Kussformen. Mal schauen, was da hinten drin war. Aber das steht schon unter Wasser, da wäre ich mir vorsichtig. Ja, das Ding steht schon komplett unter Wasser. Da tropft es überall rein. Gehen wir nach oben weiter oder gehen wir hinten raus? Können wir hinten raus?